Heute für euch, was man genau tun muss, um ein Todesser zu werden. Das und mehr jetzt in diesem Video. Gibt es einen spezifischen Initialisierungsprozess, um ein Todesser zu werden? Gibt es bestimmte Standards, die erfüllt werden müssen, um ein Mitglied des inneren Kreises des Dunklen Lords zu werden? Wir wissen, dass er sehr wählerisch mit einigen Kandidaten ist, während er bei anderen weniger wählerisch ist. Trotz der offensichtlichen Stärke einiger potenzieller Kandidaten schließt er sie aufgrund ihres Blutstatus aus. Also, um zur Anfangsfrage zurückzukehren, gibt es einen Todesser-Initialisierungsprozess oder eine Prüfung, die ein Todesser bestehen muss, um beitreten zu können? Das ist genau das Thema, mit dem wir uns in diesem Video beschäftigen werden. Basierend auf den Informationen und Recherchen, die ich zusammengetragen habe, habe ich einen Prozess entwickelt, der meiner Meinung nach dem echten Prozess nahe genug kommt, wie er in den Büchern enthüllt wurde. Sehen wir uns diesen Prozess mal genauer an. Lasst uns mit einigen definitiven Voraussetzungen beginnen, um überhaupt für eine Mitgliedschaft als Todesser in Betracht zu kommen. Es ist ziemlich klar, dass jeder Kandidat mindestens Halbblut sein muss. Das bedeutet, entweder ein Elternteil reinblütig und ein Elternteil Muggel geboren, oder ein Elternteil reinblütig und ein Elternteil muggelgeboren magisch. In jedem Fall müsste die Person eine ernsthafte Verachtung für Muggel und ihr Erbe zeigen, bis zu dem Punkt, dass sie bereit wäre, auf jegliches Familienerbe zu verzichten und sogar ihre muggelgeborenen Eltern vollständig zu verleugnen, sowie sich von ihrer Familie abzuwenden, wenn Voldemort es verlangen würde. Auch die Loyalität spielt eine entscheidende Rolle. Bellatrix Lestrange ist ein herausragendes Beispiel dafür, eine Frau, die bereit war, jeden im Namen ihres Meisters zu töten. Sie schreckte nicht einmal davor zurück, ihre eigene Cousine und ihre Nichte zu töten. Talent war ebenfalls ein bedeutender Faktor bei der Entscheidung des Dunklen Lords, jemanden in seinen inneren Kreis aufzunehmen. Er wollte nur die Besten, die Geschicktesten und Mächtigsten, da er sie mit der Ausführung der ihm zugewiesenen Aufträge betrauen würde, und das konnte er nicht einfach jedem anvertrauen. Wenn es darum geht, zugewiesene Aufgaben auszuführen, war Severus Snape ein herausragender Fall. Er war extrem begabt in Zaubertränken, möglicherweise sogar noch mehr als Lord Voldemort selbst. Er war geschickt im Umgang mit dunkler Magie und anderen Aspekten der Zauberei. Sein umfangreiches Wissen machte ihn äußerst wertvoll für den Dunklen Lord. Doch wenn wir über Wert sprechen, gab es niemanden, der so viel Wert hatte wie Lucius Malfoy. Er war gesund, ein eifriger Anhänger der Reinblütigkeit und stammte aus einer starken Linie reinblütiger Zauberer. Zudem war er extrem wohlhabend und hatte großen Einfluss unter Gleichaltrigen, sowohl in der Schule als auch im Ministerium. Er war zweifellos der beste Kandidat für eine Rolle als Todesser, ein hochrangiges Mitglied, und es überrascht überhaupt nicht, dass er Voldemorts rechte Hand während des ersten Zaubererkrieges wurde. Diese drei Personen boten Voldemort jeweils etwas Einzigartiges und vor allem Wertvolles an. Solche Kriterien machten sie für den Dunklen Lord attraktiv, der nur diejenigen rekrutierte, die er für würdig hielt, in seinen inneren Kreis aufgenommen zu werden. Im Gegenzug gewährte er diesen Auserwählten die Ehre seiner Loyalität. Wenn man die Maßstäbe der Akzeptanz betrachtet, scheint Voldemort äußerst kluge Entscheidungen bei der Auswahl seiner engsten Anhänger getroffen zu haben, abgesehen von ein oder zwei Individuen wie zum Beispiel Peter Pettigrew, obwohl er auch einen ziemlich großen Nutzen für ihn hatte. Es fällt mir schwer zu verstehen, warum genau dieser Mann das dunkle Mal erhielt und überhaupt in Voldemorts Reihen aufgenommen wurde. Er scheint sich nur um seine eigene Selbsterhaltung zu kümmern und überhaupt nicht loyal zu dem Dunklen Lord zu sein. Es besteht kein Zweifel, dass das Erhalten des Dunklen Mals als höchste Ehre unter Voldemorts Anhängern angesehen wird. Eine Art Zeremonie wird wahrscheinlich abgehalten, obwohl es unbekannt ist, ob das Erhalten des Dunklen Mals schmerzhaft ist. Aufgrund der Verbindung mit Voldemort selbst könnte es jedoch unangenehm sein, wenn dunkle Magie durch den Körper fließt und eine Skeletttätowierung hinterlässt, die schmerzhaft brennt, wenn der Meister ruft. Ein Schwur wird auch involviert sein. Berichten zufolge schwören diejenigen, die Voldemort folgen, ein Leben lang zu dienen oder zu sterben. Ich glaube, dass dies in einem Eid enthalten ist, den sie sprechen müssen. Etwas wie zum Beispiel: Mein Herr, ich schwöre dir eine lebenslange Treue und dass ich dein Werk vollbringen darf, und auch wenn das mein Tod bedeutet. Also das Zitat habe ich jetzt gerade erfunden, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn man dann diesen Eid geleistet hat, denke ich, dass es zwei Möglichkeiten gibt, wie man sich dann noch beweisen kann. Entweder eine direkte Probe, wie etwa die Ermordung eines mächtigen Zauberers oder einer Bluthexe, um die Loyalität zur Sache zu beweisen,
Oder die andere Möglichkeit besteht darin, dass man durch aufeinanderfolgende Tötungen und Folterungen im Namen von Lord Voldemort in seinen innersten Kreis aufgenommen wird. Etwas, das er sicherlich berücksichtigen würde, ebenso wie den Erfolg der Personen in Missionen, die von jemandem mit höherem Rang geleitet werden. Sobald dieser Prozess abgeschlossen ist, bleibt das dunkle Mal auf dem Arm des Trägers, als ein lebenslanges Symbol. Das dunkle Mal zu tragen ist ein mächtiges Stück dunkler Magie, ein weiteres Beispiel für das unglaubliche Talent von Lord Voldemort und der Schaffung von Zaubern. Einmal im innersten Kreis von Lord Voldemort angekommen und mit dem dunklen Mal versehen, wirst du einer Legion zugeordnet von Anhängern, die du dort im Namen des dunklen Lords befehligst. Diese Anhänger stammen aus aller Arten von Blutlinien, die Voldemort nicht für würdig hielt, um Todesser zu werden, aber er war natürlich bereit, sie für ihn sterben zu lassen. Das letzte Stück der, sagen wir mal, Integrierung für einen Todesser ist die Maske und die Robe zu erhalten. Wann Voldemort seine Maske zeigt, ist unklar, aber ich glaube, dass die Person ihre eigene Maskengestaltung als Spiegelbild ihrer eigenen dunklen Persönlichkeit wählt, basierend auf den Mustern, die sie dann wählen. Es ist auch wichtig zu beachten, dass nichts vor ihrer Pflicht gegenüber dem dunklen Herrscher steht. Alle anderen Dinge sind zweitrangig, seien es Beziehungen, Kinder oder ihr normaler Alltag. Sie müssen sich auch bewusst sein, dass sich ihr Leben vollständig ändern wird, da sie nun für Lord Voldemort arbeiten, auf dem Radar des Ministeriums stehen und sich auf ein Leben auf der Flucht einstellen müssen, bis Voldemort seine erfolgreiche Übernahme der Zaubererwelt abgeschlossen hat. Wie ich bereits erwähnt habe, wird von den Todessern erwartet, für Lord Voldemort zu sterben, wenn es erforderlich ist, und sie müssen verstehen, dass ihre eigene Existenz dem dunklen Lord untergeordnet ist. Ich glaube, dass dies auch der Stolperstein war, auf den Regulus Black stieß, als er ein Todesser wurde. Regulus war so jung und lebte nichts als reine Blutideologien. Er wollte Teil des Wandels sein, bis er erkannte, wie tief er verstrickt war und was von ihm erwartet wurde. Wie das Opfern seiner Elfenkreatur oder seinem Hauselfen, damit der dunkle Lord die Kräfte seines neuen Trankes an dem armen Elfen testen konnte. Es muss ziemlich entsetzlich gewesen sein, so viele junge und neue Todesser gefangen zu sehen, Teil von Voldemorts innerem Kreis zu sein, dass sie vergaßen, wie ernst das Gelöbnis ist, das ihnen gegeben wurde, und welche großen Erwartungen auf ihren Schultern lasteten. Und das ist meine Sicht der Dinge, die erforderlich sind, um ein Todesser zu werden. Wenn du noch andere Gründe kennst, die du benötigst, um ein Todesser zu werden, oder noch andere, Dinge, die du machen musst oder die du schwören musst vielleicht, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Like und ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.